Hallo Leute. Heute haben wir eine Challenge. Papa muss Fische fangen ohne eine Angel. Viel Spaß. Wir fangen an mit dem Köder. Dazu benutzen wir altes Brot. Das weichen wir im Wasser auf. Und kneten es zu einer Kugel. Anschließend nehmen wir uns einen Stein dazu und kneten das Brot um den Stein herum, so dass das Ganze mehr Gewicht bekommt. Danach lassen wir das Ganze trocknen, umso länger umso besser. Als Falle benutzen wir eine Glasvase, die wir für die Challenge kurz entwendet haben. Das Ganze funktioniert so: Den Köder platzieren wir vor dem Eingang und hoffen, dass ein Fisch in die Vase reinschwimmt. Fangen wir an. Die Falle stellen wir auf. Und platzieren den Köder. Das Brot hätte noch etwas trocknen können, aber wir probieren es trotzdem. Alles steht, die Falle ist bereit. Nun heißt es warten. In der Zwischenzeit könnt ihr ja dem Video einen Daumen nach oben geben oder ein kostenloses Abo dalassen. Im Hintergrund sehen wir schon die ersten Fische. Und unten rechts ist eine Grundel, die sehr interessiert an unserem Köder ist. Ich bin mal gespannt, ob es uns gelingt, einen Fisch zu fangen. Ja, da wir das Brot nicht ausreichend trocknen lassen haben, weicht es auf. Ist jetzt nicht sehr vorteilhaft, aber wir schauen mal. Man merkt, der Grundel schmeckt unser Brot. Jetzt wagen sich die ersten Schwarmfische an unseren Köder. Ein paar Minuten später sehen wir, dass da deutlich mehrere Fische um den Köder schwimmen. Also die Chancen stehen ziemlich gut, dass sich ein Fisch in die Falle verirrt. Man merkt auch, die Fische trauen sich jetzt etwas mehr. Ich stehe bereit und beobachte das Ganze, falls ein Fisch in die Falle reinschwimmt, dass ich sofort den Eingang zumache, damit der Fisch dann nicht rausschwimmen kann. Und Fisch in der Falle, Zugriff! Wir haben sogar drei erwischen können. Challenge geschafft. Die Fische lassen wir natürlich sofort frei. Habt ihr eine Idee für die nächste Challenge? Schreibt es uns in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal!